Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Rome Tolbiar mit der Mod Hellenistik und Karthago, wo meine Stadt die östlichste angegriffen wird von unserem alten Feind. Wenn der wüsste, wie viel Armeen ich hätte. Ich könnte ihn besiegen, aber ich möchte, dass die Römer, der ein viel gefährlicher Feind für mich ist, besiegen. Ich glaube, dann hätte ich so das Kampagnenziel erreicht. Ja. Jetzt ist die Zeit der Schlacht. Legt euren General. Wartet auf meine Befehle. Okay. Nach vorn, stand und kämpft! Nach vorn! Ja. Bereich bewachen! Ja. Upsa. Kein Wunder. Ich hatte irgendwie gerade die Rumsteuerung drin bei den neueren Tutorial-Titeln. Ich hab dauernd wehgedrückt. Nach vorn! Halt den Stand, Feuer rein! So. Okay. Na doch. Ihr solltet sozusagen aufhalten. Jetzt muss ich diesen Turm aufhalten. Nein. Bogenschützen! Einheiten, Flammen löschen! Beeilung! In aller Eile! Bewegung, Bewegung! Marschieren!
Bogenschützen. Gut, es könnte normal feuern. Kavallerie. Okay, die laufen irgendwie alle im Tod. Weil sich die KI von meiner Goblin gelocken ist. Naja, schlau ist ja nicht. Boah, man merkt richtig die Silbererfahrung in meinen Bogenschüssen. Erstmal, wenn ihr feuert. Stärkeren Mauern wären schön. Setz Feuer ein! Er ist noch nicht positioniert. Jetzt behalte ich mal ein bisschen. Berge haben wir hier zum Teil.
Na. Mann, es brennt schon endlich. Ich hätte doch die noch zusammenbrennen müssen, sagen, gell? Na, geht doch. Flammen löschen! Ja. Ist ja gut. Rennt um euer Leben! Mein Gebieter? Vorwärts! Mächtiger General! Yeah! Und damit ist unsere spanische Armee bereit. Ei, großer Herr! Ei, mein Herr! Sire, gehe an Bord! Sie müssen noch verladen werden. Wir können nicht weiter, großer Herr! Ja, ich bin ein sehr großer Herr. Und... Sire? Der Sieg ist nahe. Wenn alle wartet auf meine Befehle. Okay, dann lasse ich mal den Römern spüren, dass sie nicht mehr willkommen sind in Italien. Ja, ja, lass mir mal das Rad der Geschichte umdrehen. Auch wenn der Verlauf hier mal etwas anders ist, aber... Das ist ja eine der interessantesten Fragen, finde ich. Was wäre passiert, wenn Karthago, also Hannibal, es wirklich geschafft hätte, Rom zu besiegen? Hätten wir dann ein karthagisches Imperium gehabt, sozusagen? Vorwärts! Finde ich auf jeden Fall eine interessante Frage. So, eine interessante Was-wäre-wenn-Frage. Einheiten! Rupinen Einheiten! Infanterie! Phalanx bildet! Krieg! Ups, hab ich irgendeinen Cavalry vergessen? Ah, nee, das ist meine zweite Armee, die einen Cavalry verloren hat. Na egal. Ich wollte nicht alle. Ich wollte nur einen Teil davon. Marschier! Kavallerie der Heiligen Bande! Elefanten! Gepanzerte Elefanten! Okay. Marschiert! Eure Verstärkungen sind hier, aber genügen sie, um den Sieg zu sichern? Junior Infanterie! Und Nugget! Das
Super im Waldgebiet bringen meine Hunde gar nicht hinein. Upsa. Wen habe ich den Befehl gegeben? Ah. Ja gut, sie geht weiter, die Einheit. Oh komm, bleib doch da. Schwere und Nage. Gepanzerte Elefanten! Die fliehen alle. Okay, vergessen, die hole ich nicht mehr ein. Okay, mit Kavallerie vielleicht schon, aber meine Kavallerie ist schwach. Eure Geschichte. Knapper Sieg, was ist nicht? Okay. Ein sehr, sehr knapper Sieg. Eigentlich ein eindeutiger. Der Sieg ist unser, o Mächtiger! Mein Gebieter? Weiter! Weiter geht es nicht, Sire! Baut einen Turm! Yeah! Mächtiger General! Mächtiger General! Mächtiger General! Sire! Mein Gebieter? Ja, Roms Fall, würde ich mal sagen. Also, sie dann noch einig. Ja, gut, bald kommt diese Armee rüber und dann hat sich die Sache erledigt.
In Rom brauche ich endlich mal Garnisonstruppen. Damit ich weiterziehen kann und die nächsten Städte erobern kann. Wären hier noch Elefanten ideal, das wäre traumhaft. Oh Mann. Dass ich die unbedingt mal eine Elfe aufführen muss, das ist so lästig. Das ist die lächerlichste Belagerung der KI. Oh, ich habe vergessen, einen anderen Truppen. Na egal, das sind ja noch genug. Ja, da wo ich vorhin den ersten Schlacht geführt habe in dieser Folge, da habe ich jetzt vergessen vorzubilden, muss ich sagen. Wir wollten den Krieg nicht. Auf meine Befehle. Stimmt. Wollten wir den Krieg? Ne, den wollten wir eigentlich nicht. Ah Gott, das ist ja so lange her. Das, ja gut, lass mal die Schlacht starten. Was mache ich da jetzt über große Vorbereitung? Gehen wir nicht mehr. Ja, zu den Hügeln. Oder der Bug. Und sieh an, wir haben eine Armee geschlagen. Römische Republik. Au. Okay. Da kommen Leitern. Das kommen die. Mein Gebieter? Sire? Ja, ich sehe das gerade. Das ist echt hart. Das ist schon. Vielleicht kann ich es aber auf eine gewisse Weise schlagen. Ja, aber jetzt habe ich 24 Minuten ungefähr. Das Problem ist, das würde dann schon wieder so über 30 Minuten gehen, deswegen nehme ich es lieber für das nächste Folge auf. Wo uns eine Schlacht erwartet in Numantia. Mal schauen, wie die ausgehen wird. Das wird keine leichte. Aber selbst wenn es nicht schlecht geht. Ich habe meine Armee, die jetzt unterwegs ist, um in Spanien mal aufzuräumen. Naja, wie es da weitergeht, wollen wir diese Schlacht sehen, aber nächstes Mal.